Frau Heichel, Sie haben ein Kostümverleih in Dornbirn. Am Samstag nähert sich wieder Halloween. Was haben Sie denn für verschiedene Kostüme für Männer und Frauen da? Also verschiedene Kostüme für Damen gibt es zum Beispiel Teufelin, den Vampir-Damen und Herren, dann die verschiedenen Arten von Hexenkostümen. Einfach recht gruselig soll es sein zu dem Thema. Ich sehe, Sie haben auch ganz viele verschiedene Accessoires im gruseligen Bereich. Was haben Sie denn da alles hier vorrätig? Also zu der Zubehörsache gehören sicher das Vampirblut, zum eine tolle Maske machen und die Vampirzähne. Dann die verschiedenen Perücken und ja, Schmuck für barocke Kostüme. Sie haben auch ganz viele gruselige Masken. Was kann man denn da alles finden? Masken? Ja, da gibt es von Werwolf über Teufel, über Skelette. Einfach wirklich schreckliche Ganzkörperkostüme. Frau Heichel, wenn man bei Ihnen ein Kostüm ausleihen möchte, wie muss man denn da vorgehen? Es besteht die Möglichkeit, dass man es vorab reserviert oder ganz spontan einfach vorbeikommt. Wie sind denn die Öffnungszeiten? Öffnungszeiten sind eigentlich telefonisch, weil es ist unmöglich, dass nach der Arbeitszeit erst um 18, 19 oder 20 Uhr. Wie viele Kostüme haben Sie denn in etwa hier? Wissen Sie das? Speziell für Halloween oder insgesamt? Insgesamt? Es sind über 1000 Kostüme sicher schon. Haben sich denn schon viele Leute gemeldet, die ein Halloween-Kostüm haben möchten, oder hält sich so das eher in Grenzen? Also heuer hält sich sehr in Grenzen, aber bei Halloween erlebe ich immer wieder, dass sehr spontan entschieden wird, ob man auf eine Party feiern geht oder nicht. Feiern Sie denn selbst Halloween? Nein, ich selber feiere Halloween nicht.